Willkommen zu einem neuen Video. Du möchtest endlich dein lästiges Bauchfett verlieren? Dann bist du hier genau richtig. Oft fällt es uns unglaublich schwer, sich zum Training aufzuraffen. Zu Hause fehlen die Ideen und das Fitnessstudio ist zu teuer und sehr zeitaufwendig. Kein Problem, denn die Lösung ist ganz einfach. Ein normaler Stuhl als Hilfsmittel reicht bereits aus, um dein Speckröllchen den Kampf anzusagen. Schnapp ihn dir und probiere diese 5 effektiven Übungen, die wir dir jetzt vorstellen, gleich einmal aus. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir noch einen Tipp für dich. Mehr dazu findest du ganz oben in unserer Videobeschreibung. Nummer 1 Beinheber. Setze dich für diese Übung an die vordere Kante des Stuhls. Deine Hände stützt du auf der Sitzfläche oder auf den Armlehnen ab. Lehne dich nun mit deinem Oberkörper nach hinten und ziehe deine Knie so weit es geht nach oben. Halte kurz und senke wieder nach unten ab. Führe anschließend die nächste Wiederholung durch. 3 Sets mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen sollten ausreichen. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule während der gesamten Übung gerade bleibt. Nummer 2 Seitlicher Beinheber. Der seitliche Beinheber hilft dir vor allem dabei, deine seitliche Bauchmuskulatur zu trainieren. Setze dich etwas weiter nach hinten auf deinen Stuhl. Deine Hände liegen seitlich von deinen Beinen auf der Sitzfläche auf. Beuge deinen Körper nach rechts, sodass nur noch dein rechter Oberschenkel aufliegt. Ziehe nun deine Knie nach oben in Richtung linker Schulter. Halte die Endstellung für einen Moment und lasse dann deine Beine wieder kontrolliert und langsam nach unten sinken. Mach am besten 3 Sets mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen auf jeder Seite. Achte bei der Ausführung darauf, dass deine Beine immer eng zusammen sind, sodass sich die Innenseiten der Knie berühren. Nummer 3 Beinheber mit Bauchmuskelcrunch. Du hast noch nicht genug? Wunderbar! Mit dieser Übung bringst du deine seitliche Bauchmuskulatur so richtig zum Brennen. Rutsche nach vorne an die Stuhlkante und stelle deine Füße stabil auf dem Boden auf. Berühre mit deinen Fingerspitzen links und rechts deine Schläfen, wobei deine Ellenbogen nach außen zeigen. Hebe das linke Knie nach oben und rotiere gleichzeitig deinen Oberkörper nach links. Spanne deine Bauchmuskeln fest an, sodass sich dein rechter Ellenbogen und das linke Knie berühren. Wechsle dann auf die andere Seite. 3 Sets mit 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite sollten für den Anfang genügen. Nummer 4 Schwebender Po. In deiner normalen Sitzhaltung stützt du deine Hände auf der Sitzfläche seitlich neben deinen Oberschenkeln oder auf den Armlehnen auf. Drücke deinen gesamten Körper vom Stuhl weg, sodass deine Beine und dein Gesäß in der Luft schweben. Halte diese Position für mindestens 20 Sekunden. Ist das zu leicht für dich, streckst du nun deine Beine nach vorne aus. Versuche sie, so gut es geht, in einer geraden Linie zu halten. Zugegeben, das ist anstrengend. Aber genau solche Übungen werden dir dabei helfen, dass dein Bauchfett fast wie von selbst dahinschmilzt. Führe für den Anfang 3 Sets mit jeweils mindestens 20 Sekunden durch. Achte darauf, nicht die Luft anzuhalten, sondern atme gleichmäßig weiter. Nummer 5 Unterarmstütz. Die klassische Plank-Position kannst du auch optimal auf deinem Stuhl durchführen. Schiebe diesen dafür am besten an eine Wand, damit er dir nicht während der Übung verrutscht. Stelle dich dann mit etwas Abstand vor ihn und stütze deine Unterarme auf der Sitzfläche ab. Gehe mit deinen Füßen nun so weit nach hinten, bis dein Rücken eine gerade Linie bildet. Dein Blick geht nach unten in Richtung der Sitzfläche. Halte den Unterarmstütz für 30 bis 60 Sekunden. Schwieriger wird es, wenn du dich nur noch auf deine Hände aufstützt und in den High Plank kommst. Drücke hier die Ellenbogen nicht komplett durch, sondern halte sie leicht gebeugt, um deine Gelenke zu schonen. Führe diese Übung in 3 Sets mit jeweils 30 bis 60 Sekunden durch. Halte auch bei dieser Übung nicht die Luft an. Vermeide außerdem, dass deine Hüfte nach unten durchhängt. Dein Körper bildet stets eine gerade Linie. Unser kurzes Fazit.
Führst du diese 5 Übungen mindestens 3-mal die Woche durch, wirst du schon bald merken, wie du Bauchfett verlierst und dein Bauch immer straffer und stärker wird. Um dieses kleine Workout optimal in deinen Alltag einzubinden, kannst du es zum Beispiel in der Mittagspause im Büro oder auch jederzeit zu Hause erledigen. Einen Stuhl wirst du überall finden und auf diese Weise deine Körpermitte bestmöglich in Form bringen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.